Lassen Sie mich noch einmal rekapitulieren. Ihr Name ist Michael Tramitz, geboren am 29. Februar 2268 in der neuen Charité in Berlin, wohnhaft in Berlin, Teglerhafen 5, Pier 1, Apartment Block 12, Apartment 86C. Sie sind Ermittlungsbeamter einer Behörde namens Time Enforcement Administration. Commission. Time Enforcement Commission. TEC. Das habe ich Ihnen doch jetzt schon dreimal. Verzeihung. Time Enforcement Commission, natürlich. Und Sie sind aus dem Jahr 2304 zu uns gereist, um sicherzustellen, dass bestimmte dokumentierte Ereignisse, über die Sie sich nicht näher auslassen wollen, auch tatsächlich stattfinden. Michael, als wir Sie aufgegriffen haben, ich darf Sie doch Michael nennen, aufgegriffen haben, führten Sie außer Ihrer Kleidung lediglich einen Spazierstock mit sich. Wieso? Vorwiegend, um mich zur Not verteidigen zu können. Temporale Ermittlungsbeamte werden in historischen Kampftechniken geschult, die in die jeweilige Epoche passen. Dieser nennt sich Bantitsu und wurde um 1900 herum in England entwickelt. Und die Tatsache, dass mich dieser Junkie mit einem Messer angegriffen hat, beweist ja wohl, wie berechtigt eine solche Vorsichtsmaßnahme ist. Nun, dazu sind wir hier, um zu klären, wer wen zuerst angegriffen hat. Ihr Opfer hat nämlich diesbezüglich ganz andere Angaben gemacht. Und die Tatsache, dass Sie den armen Burschen ziemlich übel zugerichtet haben, spricht eher für seine als Ihre Version. Aber wenn die Vergangenheit so gefährlich ist, warum verlassen Sie sich dann auf einen Spazierstock? Warum haben Sie dann keine anderen Waffen mitgebracht? Etwas, was weiterentwickelt ist. Haben Sie keine Strahlenkanonen? Zeigen Sie mir ein Stück zukünftiger Technologie. Die temporalen Gesetze verbieten es, Dinge in eine vergangene Epoche mitzunehmen, deren Forschung zu einer bedeutenden Veränderung der menschlichen Entwicklung und dadurch zu einer unkalkulierbaren Beeinflussung der Zeitlinie führen könnten. Außerdem stören größere Mengen Metall die Zeitmaschine wegen der zu hohen elektrischen Leitfähigkeit. Warum? Was weiß ich, hab das Scheißding nicht gebaut. Eine andere Frage. Wenn Sie die Vergangenheit nicht verändern dürfen, warum erzählen Sie mir das alles eigentlich? Temporale Ermittlungsbeamte sind befugt, mit den jeweiligen Behörden zu kooperieren, falls sie dies für erforderlich halten. Aber verursachen Sie dadurch nicht schon eine? Wie sagten Sie gerade? Unkalkulierbare Beeinflussung der Zeitlinie. Immerhin kann der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Hurrikan auf der anderen Seite des Globus auslösen. Ja, der Schmetterlingseffekt. Das mag im Labor vielleicht so sein, aber in der Realität gibt es Milliarden Schmetterlinge, die aber milliardenmal mit den Flügeln schlagen. Und da sind Vögel, Fledermäuse und die übrigen Insekten noch gar nicht berücksichtigt. Geschweige denn die ganzen Menschen, die unnötig Wind machen. Da geht unser Gespräch einfach im statistischen Rauschen unter. Ich sehe, Sie haben an alles gedacht. Aber wenn unser Gespräch keine Auswirkung auf die Zukunft hat und Sie nichts vorweisen können, was Ihre Behauptung aus der Zukunft zu stammen untermauert, warum sollten wir Ihnen überhaupt in irgendeiner Weise helfen? Derzeit haben wir nur eine Person, die sich nicht ausweisen kann und eine andere Person, angeblich in Notwehr, nicht unerheblich verletzt hat. Sie werden sicher verstehen, dass Sie uns schon etwas mehr anbieten müssen. Einen handfesten Beweis, dass Sie tatsächlich aus der Zukunft stammen, haben Sie nicht zufällig einstecken? Den habe ich tatsächlich. Zumindest hatte ich ihn bis zu meiner Festnahme. Aber wenn Ihre Kollegen ebenso kompetent sind wie Sie, haben Sie den Stock bestimmt am Tatort zurückgelassen. Welchen Stock? Meinen Spazierstock. Sind Sie wirklich so dumm oder tun? Hauptkommissar Jäger stoppte die Aufnahme und sah Lohmann direkt an. Was sollte eigentlich der Spruch mit den Strahlenkanonen? Sie sollten den Typen vernehmen und nicht verarschen. Der Kriminalpsychologe grinste. Nur ein kleiner Scherz. Den Sie sich in Zukunft verkneifen werden. Sie wissen genau, wie gerne sich manche Anwälte auf sowas stürzen. Lohmann machte eine abwiegelnde Handbewegung. Keine Sorge, die Frage hatte durchaus einen ernsten Hintergrund. Kennen Sie den Film Terminator mit Arnold Schwarzenegger? Hab davon gehört. Und? Jäger mochte keine Science-Fiction. Er sah sich am liebsten britische Comedy und Krimis an. Im Fernsehen waren die Ermittlungsarbeiten immer kurz,
aufregend und erfolgreich. Und am Ende wurde der Schuldige eingebuchtet. Und alles, was man vom Papierkram zu sehen bekam, waren ein paar halbvolle Ablagen auf einem Schreibtisch. Paradiesig geradezu. Sein Gegenüber genoss es sichtlich, ihn belehren zu können. Terminator ist einer der bekanntesten Zeitreisefilme der Kinogeschichte. Unter anderem gibt es auch eine Szene, in der ein Zeitreisender von der Polizei verhört und gefragt wird, warum er zur Erfüllung seiner Mission keine zukünftige Technologie mitgebracht hat. Und der erklärt dann, weshalb das nicht geht. Und auf die Frage, warum dies so sei, antwortet er, und ich zitiere wörtlich: Was weiß ich? Ich habe das Scheißding nicht gebaut. Der Kriminalbeamte nickte. Verstehe. Eine kleine Falle also. Und was meinen Sie? Ist der Typ nun einfach nur ein Wichtigtuer? Ein Spinner? Oder tatsächlich Mitglied einer zukünftigen temporalen Behörde? Der Psychologe griff ungeniert nach der Tasse Kaffee, die sich Jäger eingeschenkt, von der er jedoch noch nicht getrunken hatte, nahm einen großen Schluck, rollte genießerisch die Augen und erwiderte: Wenn Sie mich so fragen, dann würde ich sagen, das einzig Temporale an diesem Typen ist bestenfalls eine Temporallappenepilepsie. Ich glaube, dem Burschen war einfach die Zeit bis 1. April zu lang und sonst gar nichts. Allerdings können wir ja mal bei den Therapiepraxen neurologischen Kliniken anfragen, ob er irgendwo vermisst wird. Hab Bender schon drauf angesetzt, gab Jäger zurück. Froh, seinem überheblichen Gesprächspartner diesmal zuvorgekommen zu sein. Was diesen allerdings nicht im geringsten beeindruckte. Ach ja, Bender, wo ist unser Schnucklichen überhaupt? Kommissaranwärterin Bender ist mit dem Spazierstock unseres Spezies im Labor. Und wenn Sie meine Assistentin noch einmal als Schnuckelchen bezeichnen, könnte es passieren, dass ich mich mal mit der Celik unterhalten muss. Die Erwähnung der Gleichstellungsbeauftragten des Präsidiums ließ Lohmanns Laune sichtlich in den Keller gehen, wie Jäger mit Genugtuung zur Kenntnis nahm. Deutlich ruhiger als zuvor fragte der Psychologe: Wozu? Meinen Sie, er hatte einen getarnten Schallschraubenzieher drin? Der Kriminalbeamte ignorierte die für ihn ohnehin kryptische Anspielung und erwiderte: In solchen Spazierstöcken sind gelegentlich Degen, Dolche oder Totschläger versteckt. Das Mitführen einer potenziell tödlichen Waffe würde vor Gericht sicherlich anders bewertet als der Angriff mit einem spitzen Stock. Lohmann wollte gerade zu einer Erwiderung ansetzen, als die Tür aufging und eine junge Frau aufgeregt hereinstürmte. Ohne von dem Psychologen Notiz zu nehmen, reichte sie dem Hauptkommissar einige DIN A4 Blätter über den Schreibtisch und sprudelte drauf los. Chef, Sie werden es nicht glauben, was die im Labor gefunden haben. Dieser Spazierstock von dem Typen ist einfach sensationell. Wenn das die Presse spitz kriegt, rennen die uns die Bude ein. Wenn Sie einverstanden sind, fahre ich gleich morgen früh, oh hallo Herr Lohmann, zum Kunsthistorischen Institut rüber und lasse die Ergebnisse überprüfen. Das ist ja so aufregend. Jäger lächelte. Langsam, Silke, langsam. So schnell schießen die Preußen nicht. Was ist denn jetzt so aufregend, dass Sie dermaßen aus dem Häuschen sind? Die Kommissaranwärterin atmete ein paar Mal tief durch und sagte dann deutlich ruhiger: Der Spazierstock, den ich ins Labor bringen sollte. Das Ding ist tatsächlich hohl. Und wissen Sie, was drin steckte? Mit gespielter Resignation seufzte ihr Vorgesetzter: Nein, und wenn Sie nicht bald damit rausrücken, Fräulein Bender, dann werde ich es auch nie erfahren, weil ich vor nervenzerfetzender Spannung einen Herzinfarkt kriege. Also, was hat das Labor Geheimnisvolles gefunden? Eine Damaszenerklinge, 10 Millionen Euro in Rohdiamanten, das Bernsteinzimmer. Der Psychologe lachte kurz auf, aber entweder bemerkte es die junge Frau nicht oder ignorierte es. Viel besser, ein Holzbohrkern. Als sie den verständnislosen Blick der beiden Älteren sah, erklärte sie: Holzbohrkerne werden zur Altersbestimmung von Möbeln oder alten Schiffen verwendet. Generell von allem, was aus Holz ist. Man nennt es auch Dendrochronologie.
Man vergleicht die Muster der Jahresringe und man kann davon ablesen, zu welchem Zeitpunkt der Baum gewachsen ist bzw. gefällt wurde. Und dieser Holzbohrkern ist über 300 Jahre alt. Wir haben eine klare Übereinstimmung von 1968 bis 2010. Jäger setzte eine Miene väterlicher Milde auf und meinte gedehnt: Nun, es mag ja für einen Antiquitätenhändler ganz interessant sein, einen Spazierstock aus dem Barock zu finden. Aber inwiefern... Sie verstehen nicht, Chef. Dieser Baum wurde in den frühen 1960ern oder späten 1950ern angepflanzt. Gefällt wurde er irgendwann um das Jahr 2290.